So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Iron Harvest Alpha 2. Schauen wir mal, was sich getan hat. Ah, hier, Infos. Neue Einheiten, neue Gebäude. Was haben wir da noch? Okay, Gruppierung, das kennt man ja. Das dürfte die Erklärung sein. Ja gut, das machen wir ja dann alles. Das ist kein Problem. Das ist ja nichts Neues. So, wenn wir mal ins Menü fix reinschauen. So. Das ist eine Kontrolle. Das muss ich mir extra mal anschauen. Kamerakontrolle ist ja alles Standard. Auflösung kann man auch so lassen. Ich weiß nicht, ob das Programm so viel packt, lassen wir das mal so. Nee. Ja, okay, das sieht ein bisschen kacke aus, das lassen wir. Sprache Englisch bleibt. Also, ja, nee, das passt. Moment, habe ich das richtig gemacht? Das kann man gar nicht ändern. Aber da wird es schon passen. Ja, Kampagnen. Geht so nix. Missionen. Immer noch Last Stand. Also kennen wir schon. Missionen. Skirmish. Ah, neue Maps. Aber wir gehen direkt in den Multiplayer. Springen wir einfach mal rein. Das ist doch mal ein Name. Muss ich irgendwo ready drücken? Ach, da. Was bin ich? Oh, spiel mal um all die Sachsen. Entschuldigung. Das kommt manchmal durch. Das gibt's ja wohl nicht. Oh, Scheiße. Entschuldigung. Hab nicht gerafft, dass ich bestehen muss. Fängt schon gut an, ne? Man ist ein Idiot. Ach, er hat auch Sachsen genommen. Muss man auch erstmal wissen, dass Sachsen auf Englisch Saxony heißt. Wo bin ich denn? Oben. Was wahrscheinlich keiner der Unterschiede macht. Wenn wir die Pfeile benutzen, ist vielleicht besser. Ich bin in Team Rot. Ah, ich muss alles bauen, okay. Ist das das richtige Gebäude? Headquarters, nee, passt. Ja, da gleich einkassieren. Ach, was mache ich denn? Ich Rindvieh. Falsch. Barracks. Barracks brauche ich doch. Okay, er baut einfach mal gar nichts. Ah, hier kann ich keine Truppen ausbilden. Nur die Bautrupps. Ich gleich mal darüber. Ist wieder auch wieder Iron. Halt toll, Öl. Aber Öl brauche ich nicht. Nee, komm, Öl brauche ich nur für Dings. Er hat schon mehr Trupps gebaut. Stormtrooper. Naja, ich sag jetzt mal nichts dazu. Wieso bin ich rot? Ist doch voll scheiße. Ah, die Basis stellt jetzt auch Öl her. Das war vorher, glaube ich, nicht so, wenn ich mich richtig erinnere. Kann ich mir gerade nichts erlauben.
Was ballern die da so viele im Hintergrund? Okay, zusammenziehen. Gucken wir doch gleich mal. Na, ich will die nicht bauen. Was brauche ich denn für die Jungs? Ah, die wollen Öl. Okay, das ist natürlich doof. Hier. Sammelt mal ein, Kinners. Ah, da sind sie ja schon. Angriff. Ah, keine Deckung, keine Deckung, keine Deckung, keine Deckung. Egal, haut sie weg. Nahkampf. Hier. Da dahinter. Es geht auch nicht. Geht auch keine Deckung. Hier dahin. Hier dahin. Das Loch bietet auch keine Deckung. Rein da. Hier dahin. Hier. Hier. Dahin. Was ist denn das für ein Manöver? Ja, ich könnte auf den Sack kriegen. Oh ja. Oh ja. So habe ich den Rückzugsbutton eigentlich nicht. Ist aber einer aggressiv unterwegs hier. Ist aber nicht überzeugend. Vergiss es, kleiner Mann. Flanke im Auge behalten. Ja, Mist. Zurück. Das ist der andere Turm, der das geschafft. Ah, sieht gut aus. Ah, reicht nicht. Reicht nicht. Kann das ein Flankenangriff werden, oder was? Dort geht es noch, Hümmt. Einfach hübsch. Ah, direkter Nahkampf, oder was? Glaubst du, ich sehe deine Jungs da hinten nicht, oder was? Reichweite der Einheiten ist wirklich nicht sehr gut. Das Gebäude, die bietet keine Deckung. Was ist das für ein Krampf? Doch nicht. Ja, Mist. Nee, das hat er besser drauf, auf jeden Fall. Oi, 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 oi. Wir doch erst einen anderen Modus spielen sollen. Egal, wenn er gewinnen will, muss er sich's verdienen. Das mussten schon so manche lernen, dass es bei mir keinen Sieg geschenkt gibt.
ich den Bautrupp jetzt echt verloren? Ich hab den Bautrupp wieder. Ja. Was sind das hier? Siegpunkte? Oder was ist das? Ach, er hat die Flaggen eingenommen, deshalb. Na gut, dann habe ich keine. Kein Wunder. Ja, die Artillerieeinheiten sind ein bisschen arg großkotzig gebaut. Ah, ich kann hier nichts bauen. Ich wollte eigentlich bloß einen Bunker ziehen. Ja, ich muss eigentlich nur warten, bis er gewonnen hat. Das ist halt das Fiese. Aber jetzt einfach reinrennen ist halt auch der sichere Tod für die Jungs. Das muss hier auch nicht sein. Oder? Da kommst du nicht ran. Jetzt, er gräbt sich einfach ein. Was für eine kleine Arschgeige. Eine kleine Arschgeige. Noch einen Victory Point? A, B, C. Ah, da oben ist noch einer. Ah, okay. Ah, der wäre gleich da oben gewesen. Na gut, okay, das habe ich vergeigt. Natürlich unpraktisch, wenn man die Map nicht so gut kennt, ne? Aber wenn man sie kennen sollte. Da zieh den Bunker hoch. Ich sitze in meinem Bunker. Boom! Ein bisschen OP sind sie schon, die Jungs. Ah, was soll's. Ah, Mist. Ja, haut ab. Keinen Sinn. Upsala. Das Reinforcen geht vielleicht ein bisschen zu schnell. Na, komm her. Ach, jetzt sind sie noch zurück. Ja, er gewinnt allein schon aufgrund der Balance. 500 Bohrer, glaube ich. Oh! Ey, mein armer Bonker! Nein, ich werde hier keinen Sturmangriff wagen, aber ich kann auch nicht vorrücken, das ist das Problem. Ich muss aber die Kanone loswerden. Weil ihr das Ding angreifen könnt. Da, Angriff. Hier drei vor. Ja, doch, die treffen das. Oh, jetzt kommt er. Oh, jetzt kommt er. Lasst die bluten, die Penner. Naja gut, für die erste Runde doch gar nicht so schlecht gelaufen. Na, zu weit weg. Ah, der Cooldown läuft noch. Oh, nicht so weit vorgehen, nicht so weit vorgehen. Komm schon, zerstört den Mech. Boom. Kawabonga, Jungs, so sieht das aus. Da rennen sie. Na, eben war er noch großmäulig. Na los, schnappt sie euch. Ja, schnappt sie euch nicht. Na los. Ich habe gedacht, Sieg muss er sich verdienen. Blutig, wenn es sein muss. So, was ist denn jetzt alles noch übrig hier von den Konsorten? Das Ding ist noch gar nicht fertig gebaut. Dahin und da. Ah, jetzt kommt er wieder. Ah, Mist. Ah, offenes Feld, nicht gut. Bitte eine Ölmine, sag mal. Ah.
Ja. Das Metall reicht nicht. Ah, du sollst dich doch zurückziehen, Mann. Oh, Minno. Baut mal den Bunker fertig, schnell. Oh, baut jetzt den fucking Bunker fertig, Mann. Er zieht sich schon wieder zurück. Das gibt's nicht. Gegen zwei Mann. Er ja, spielt aber auch zum allerersten Mal, wa? Ah, nicht gut. Er hat Mörsertruppen. Ah, ich hasse Mörsertruppen. Die sind so nervsch, aber die vertragen nichts. Oi. Kinder ist in Deckung. Ja, wir haben nicht genug Ressourcen. Na, ja, noch 12 Punkte hat er gewonnen. Ui, ja, weh getan. Sache. Hier wird gekämpft, nicht gestorben. Bis zum Schluss. Defeat. Das glaubt er vielleicht. Ich komme wieder. Kann ja wohl nicht wahr sein hier. Ja. May. Dann spielen wir halt Missionen. Das Shit Area. Ja. Easy, easy. Easy, easy. Machen wir erstmal, ich kenne die Map noch nicht so richtig. Gab's das hier auch da? Bonus, schauen wir mal, was machen wir denn? Quick. Schneller Sieg, ist denn Gold? 5 Minuten? 10 Minuten? 5 Einheiten. 50% weniger HP, Alter. Das ist Hardcore-Level. Machen wir. Eins. Blau und Rot nebeneinander. Blau und Rot nebeneinander, jawohl. Oh, werden hier. Steht hier nix. Steht nicht dabei, ob sie geteilt werden, die Rohstoffe. Doch, da, für den Rohstoffpoint, ich weiß. Nee, steht nicht dabei. Ah, guck mal. Jetzt habe ich gar nicht geschaut, welches Volk ich ausgewählt habe. Ob es diese Max wirklich in der Größe geben wird? Na, ich weiß ja nicht. Hätte ja schon was, aber die wären ja riesig. Jetzt zeigen sie dir gerade mal größer als die Bäder. Oh, Spinnen wieder. Viva Polonia. Gibt's gerade nichts. Ja, dann geht erstmal erobern. Halt zwei Mann. Dahin. Dahin. Den lasse ich mal toben. Ich greife die Gegner an. Erstmal sichern. Ich muss mich irgendwie dran gewöhnen, dass die Rohstoffe da unten sind. Er holt sich erstmal die dicke Knarre. Ja gut, kann er machen. Dann ist er dafür zuständig. Er geht direkt auf Victory Points. Anstatt auf Resources. Naja. Gehst du mal dahin. Dann kümmere ich mich halt um Rohstoffe.
Feuerkraft bündeln und schon mal grün angreifen gehen. Na? Deckungspunkt, wo bist du? Da. Ah, da greift's aber etwas schlecht. Ihr seid fertig, dann kommt ihr wieder hier runter. Das haben sie ein bisschen überarbeitet, oder? Grob. Mal da lang mit. Wir flankieren ihn von oben und gehen direkt in seine Flanke. Ja, wir flankieren ihn von oben und gehen direkt in seine Flanke. Klingt logisch. Dann hole ich mir den gelben Victory Point. Das ist schon geil zu sehen, wie die KI sich exakt gleich bewegt. Auf beiden Seiten. Ja, ihr sollt das einnehmen. Los. Gehen das zu zweit eigentlich schneller? Nee. Dann holt ihr die da. Das Geschütz bewegt sich. Aufpassen. Oh, immer noch nicht genug Metall. Jetzt habe ich schon zwei eingenommen. Das ist auch ein Geschütz. Das ist aber eine schwere Kanone. Das scheint eine Minigun zu sein. Jawohl, dann geht ihr gleich mal darauf. Mehr können wir erstmal nicht bauen. Truppen gehen erstmal auch nicht. Ich guck mal, ob die hier irgendwo Kisten finden. Die wir. Ne, sieht auch nicht so aus. Ihr bleibt trotzdem mal hier. Was haben wir denn da jetzt? Ein Minigun und ein. Eine andere Gun. Die nicht ganz so mini ist. Ja, schauen wir mal. Ein bisschen Damage machen. Gehen wir Damage machen. Ich nix guter polnisch Akzent, darum ich mache einfach russisch Akzent. Aber ich mir sicher, alle werden sein verärgert, weil die hassen sich wie die Pest. Muss ich mal fragen, Genosse Pavel. Der kann mir sicher sagen, ob richtig. Ob richtig oder nicht. Jetzt hauen die ab. Ah, dann greift sie nicht an. Lass sie sich abhauen. Das ist mir wurscht. Nee, 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 nee. Ist das zu weit weg oder was? Ja, tatsächlich. Wieso kann ich gelb nicht angreifen? Haben wir irgendwie das Gefecht vergessen oder? Hä? Wieso sind die nicht feindlich? Jetzt greifen sie an. Wir prügeln sich. Was ist das denn? Hä? Die kämpfen. Aber wieso kämpfen die nicht? Jetzt wird geschossen. Hä? Ist das ein Bug, den ich irgendwie gerade verpeile? Oder was passiert da gerade? Einheiten haben auch irgendwie keine Lebensenergie. Was? Hat das was mit den. Okay, das Zeitlimit kann ich eh schon vergessen, habe ich das Gefühl. Die sind doch irgendwie am Gewinn. Habt ihr keine Munition oder was ist das? Jetzt schießen sie. Das Fahrzeug aufgeben, ja. Helft doch mal mit. Also irgendwie bin ich gerade echt überfragt. So, der geht auch mal da hoch. Der geht da außen rum auch hoch. Warte mal. Heck. Da. Oh, ihr müsst die mal attacken hier. Was ist das hier für ein Schmarrn?
Können die überhaupt Schaden nehmen? Oder was ist das hier? Die prügeln sich. Ist das jetzt ein Bug oder was passiert hier gerade? Habe ich jetzt einen Bug getriggert? Echt jetzt? Oh, nicht schlecht. Ja, hier passiert nichts. Wir nehmen keinen Schaden, die haben keine Lebensbalken. Ja, geh mal dahin und erober das. Vielleicht klappt's hier irgendwie. Sind die auch noch dazu gekommen? Hä? Was zum Geier? Was meinst du, ey? Plane ich hier gerade irgendwas oder was genau läuft hier? Naja, aber... Hä? Also wir haben jetzt den Großteil erfahren, wenn ich das richtig sehe. Ja. Mein Trupp holt sich eiskalt die Fahne da, das juckt auch keinen. Das könnt ihr Gebäude angreifen? Wenigstens, nee. Was ist das denn für ein Schwan? Wir scheinen aber auch nicht die Fahnen zurückzuerobern irgendwie. Jetzt stehen die hier und prügeln sich. Also welches Zeitlimit auf jeden Fall nicht einhalten können. Gibt's noch einen Victory Point? Nicht, oder? Nee. Die kämpfen ja nicht mal alle, damit ich jetzt, warte mal, damit sie keinen Schaden nehmen. Funktioniert auch nicht. Nein, 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 das gehört mir. Finger weg. Kommt immer wieder herunter, ihr müsst mir was bauen. Hier ist irgendwas faul. Workshop. Mal gucken, ob die Max irgendwas reißen können, ob ich die Gebäude vielleicht zerstören kann. Total bescheuert und die können auch die Gebäude nicht zurückerobern. Ich sag denen jetzt alles ab. Ist mir jetzt egal. Gucken wir mal, ob da irgendwas passiert mal irgendwann. Zurückerobern tun sie es nicht. Ich habe jetzt auch schon einiges an Dingen gesammelt und dann werden wir doch mal. Das tangiert die überhaupt nicht. Ein paar Mechs ins Feld schicken, vielleicht können wir wenigstens. Ah, die Gebäude haben auch keins. Habe ich bei den Regeln irgendwas übersehen oder? Was haben wir denn da? Upgrade. Den kenne ich ja nicht, hau den mal raus. Das sieht groß aus. Er kann das Gebäude angreifen, aber es passiert nichts. Na, dann werden wir jetzt mal alle Gebäude einnehmen. Gucken, dass wir den Gegner zumindest mal die Rohstoffzufuhr knappen. Dass wir nicht mehr Einheiten produzieren die ganze Zeit. Alter, ja leck mich am... Das ist mein Fahrzeug nach meinem Geschmack. Nein, nein, nicht den da. Den da will ich haben. Das ist ja schwere Artilleriestellung. Komm doch mal hierher, wir werden jetzt wirklich Action schieben hier. Die verprügeln sich hier immer noch. Das Geschütz nimmt Schaden, ja, aber sonst. Das werde ich ja nicht erobern. Das könnte ich ihm abnehmen.
Nee. Wird das schneller gehen? Vermutlich, oder? Aber wozu? Wir gainen die Punkte doch zusammen. Halt, der ist rot. Nimm den da ein. So, schwere Kampfeinheit. Wo bist du denn jetzt hingelaufen? Geh doch mal dahin. Und dann fackeln wir die Bude ab. Und auf jeden Fall schon mehr wie 10 Minuten. Ja, okay, hohe Reichweite hat er aber nicht, der Dude. Oi. Er wackelt die Bude, aber. Aber schick. Muss man schon sagen. Ja, Zerstörungsmodell regelt. Warte mal. Aber wir nehmen ja keinen Schaden dadurch. Kannst du den da treffen? Oder ist der schon zu weit weg? Ja, ist wohl schon zu weit. Schieß mal dahin. Oh, sieht aber schön aus, so. Also für eine Alpha 2, also für eine Alpha allgemein. Schick, schick. Das ist aber ein interessanter Bug hier. Er feuert nicht mehr. Bist du leer oder habe ich den falschen Winkel eingeklickt? Ist doch mal. Nee. Da. Oh, boah, Scheibe. Wir wollen ja hier werbefreundlich bleiben. Aber die Rohre werden nicht zerstört. Das ist ein bisschen schade. Da geht noch was, Kinders. Ein paar Raucheffekte backen auch noch ein bisschen rum. Oi. Ah, feindliche Kampffahrzeuge. Die Rohre da müssen noch zerstörbar sein. Dann ist gut. Jetzt fangen sie an, Punkte zurückzuerobern. Aber nur Ölpumpen, die halt keiner braucht. Den scheint man nicht zerstören zu können. Na, ist zu nah dran. Nee, nimmt keinen Schaden. Keine Chance. Ich kann die Einheit nicht direkt anklicken? Ey, das Silo kann man nicht zerstören. Das geht gar nicht, Kinder. Oder? Jetzt hat es getroffen, glaube ich. Man kann noch ein bisschen rumballern hier. Nö. Nein, dann müssen wir aber nochmal ändern hier. Das geht schon nicht. Wo ist denn die meiste Action? Komm mal hierher. Hier knallen sich alle ab, ohne dass was passiert. Da liegen meine Infanteristen und schießen einfach auf irgendwas. Aber fliegt schon ordentlich weg, also kann man schon lassen. Ich mach mal das Gebäude rein hier. Jetzt stehen die da und beschießen sich alle gegenseitig. Super, nichts passiert. Was für ein... Naja. Ja, nur weißt, aber dann bringen ja die ganzen Einheiten nichts. Dann erobern einfach alle gegenseitig und... Ja, es waren mehr wie 10 Minuten. Wie lange waren wir denn? 14 Minuten, ja. Hier, Units killed 0. Also, ey, das ist wirklich ein Bug gewesen. Aber hier, keine Verluste. Kann man lassen! Ah, es gibt einen schicken Bug-Report. Da muss ich ein bisschen rumprobieren, dann war es das jetzt erstmal tatsächlich. Nächste Folge haue ich gleich die nächsten Tage raus.
Am Wochenende denke ich mal, geht bestimmt noch eine. Guck mal, vielleicht gibt es dann schon einen Patch bis dahin. Aber bis es soweit ist, tschüss und bis zum nächsten Mal.